So, sind wir wieder zurück. Und dann machen wir uns drei Link Panel. So, Descriptive Book. Und dann gib mir mal ein Leder. Zwei Leder und dann machen wir uns ein Unlinked Link Book und noch ein Unlinked Link Book. Dann gehen wir hier nochmal auf Nummer sicher und dann haben wir hier wieder zwei zur Hand. So, einmal. Gott, wie das hier stockt. Ich hoffe, es ist die Stromversorgung und nicht der Tinker's Construct Furnace. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe es. Ich werde diesbezüglich auf jeden Fall noch Experimente machen. So. Okay, jetzt können wir hier rein, H11, und gucken, was uns da erwartet. Ich weiß gar nicht, ob ich mich über die Sonne da freuen soll. So schnell, wie die untergeht, wahrscheinlich nicht. Okay, wieder eine Schachbrettwelt. Und zwar schachbrettartig mit Schnee. Sah eben komisch aus. Warum fällt denn überall Gravel runter? Ja gut, solange es, wie es mir nicht auf den Kopf fällt, ist mir das eigentlich relativ egal. Gut, scheint wieder eine stabile Welt zu sein. Diesbezüglich haben wir doch relativ viel Glück. Na, was sollte das denn jetzt hier? Gib mir das wieder. Ey, komm her. Gib mir das jetzt. Was soll das? Hallo? Mann, jetzt habe ich sogar geschlagen und beschädigt. So ein Mist. So. Okay, ups, Monster. Die kommen direkt auf uns zu. Ah! Leta, jetzt sind sie alle Level 1, aber wenn ich mehrere Zombies schlachte, dann steige ich, glaube ich, in meinem Zombie-Schlacht-Level auf und dann begegnen mir Zombies Level 2 und die sind dann stärker. Ich glaube, so läuft es. Ah, was ist denn das da? Ach, ein Skelett. Okay, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo die Bücherei finden. Oder den Tempel, wie auch immer das heißt. Nee, Mist. Ich dachte eben, da war er. Mann, warum ist eigentlich immer dunkel, wenn wir irgendwo hinkommen? Das war jetzt in der letzten Welt. Da hat es die ganze Zeit geregnet und da war es dunkel. Und jetzt hier auch wieder. Okay, ist denn hier jetzt auch dunkel? Nein, hier ist Tag. Mist. Mist, hier ist Tag. Das bedeutet, wir können jetzt hier nicht mal schlafen. Ah, verdammt. Okay. Dann sage ich euch mal was. Dann bauen wir jetzt dieses Advanced Solar Panel. Dafür brauchen wir Full Solar Panel. Und dafür brauchen wir Single Solar Module. Und dafür brauchen wir Blue Solar Wafer. So. Und die bekommen wir aus diesem Rezept im Circuit Fabricator 9-mal. Das heißt, wir können 3-mal dieses Rezept erfüllen. Das heißt, wir bekommen 6 von diesen und das reicht genau für 1. Wunderbar. Also, wir packen alles in den Circuit Fabricator, wie üblich, nur halt mit Lapis. Das wollen wir doch mal machen. Das kommt hier weg. Wir holen uns unseren 41 Diamanten. Ich hatte wirklich Glück mit Diamanten in diesem Durchgang. Da waren verflucht viele drin. So, dann holen wir uns ein Lapis. Das war auch Beschiss. Es wurde GregTech installiert. Ja, es ist ganz furchtbar, GregTech. Und ich wollte mein gefundenes Lapis-Ohr aus dem Nether in den Macerator schmeißen. Und das kam raus. Crushed Lapis-Ohr. Das ist gar kein richtiges Lapis. Und ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie ich das zu richtigem Lapis machen soll, ohne 5 verschiedene Maschinen bauen zu müssen. Sehr ärgerlich. So, was brauchen wir? Jetzt brauchen wir noch Silicon. 2. Und dann können wir alles in den Circuit Fabricator geben. Und da bekommen wir unseren ersten Baustein unseres Solar Panels. Und dann fehlt wirklich nicht mehr viel. Dann können wir bald auf den Mond gehen. Ich glaube, dann fehlt gar nichts mehr, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Wir werden da diese Schritte nochmal durchgehen müssen. Aber ich glaube, mit dem Advanced Solar Panel sind wir schon ziemlich gut bedient. So. Dann brauchen wir noch Aluminium Wire aus Aluminium und Wool. Okay, haben wir denn davon noch was? Nee, gar nicht mehr. Oh, ganz schlecht. Okay, Aluminium Wire und dann brauchen wir noch Wool. Oh weh. Oh weh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, dann gib mir mal String. Davon brauchen wir nicht so viel. Das machen wir alles zu Wolle. Und dann gib mir mal nochmal Wolle. Oh weh, ob das reicht? Das reicht wahrscheinlich nicht.
Und dann gib mir Aluminium. So, und dann gucken wir mal, wie viel wir da rauskriegen. 12. Schlecht. Ich glaube, das reicht nicht, um alles zu bauen, was wir bauen müssen. Moment. Moment mal, ich dachte, das war das Rezept. Single Solar Module? Was? Blue Solar Wafer? Ach so, du lieber Himmel, das müssen wir erstmal erfüllen, das Rezept. 1, 2, 3. Okay, jetzt haben wir 6. Reicht es? Jetzt haben wir 6. Ja, das reicht. Okay, und jetzt, jetzt müssen wir das Rezept erfüllen. Moment, das geht doch, oder? Ach so, ja, habe ich im Inventar gehabt. Okay, das reicht ja sogar. Full Solar Panel, meine Güte. Full Solar Panel. Heavy Aluminum Wire. Ah! Mist. Okay, wir haben noch ein bisschen Aluminium. Haben wir dann noch ein bisschen Wool? Ja. Mist, nicht genug. Nicht genug, Mist. Okay. Wo sind unsere Scheren? Da gehen wir halt mal raus und, ich wollte gerade sagen, beschneiden ein paar Schafe. Ich kann jetzt nicht mal mehr sagen, nein, das werde ich nicht sagen. Ich habe es ja schon gesagt. So, und hier läuft es deutlich besser. Ich weiß nicht, unser Haus ist irgendwie ein ziemlicher Lagort. Und ich werde versuchen herauszufinden, woran es liegt. Ich hoffe, es ist nicht Tinker's Construct. Bitte lass es nicht Tinker's Construct sein. Bitte lass es unsere Stromerzeugung sein. Fände ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber da gibt es Alternativen. So. Oh weh, ich weiß gar nicht, ob es hier Schafe gibt. Ich glaube, hier ist immer irgendwie ein schwarzes Schaf rumgelaufen, was ich sonst immer für eine Kuh gehalten habe. Genau. Wir sind doch mal rumgelaufen, haben verzweifelt Kühe gesucht und überall standen nur Schafe rum. Ja, ja, wir werden Glück haben. Wir werden Glück haben. Da haben wir ein Schaf. Na wunderbar, könnt ihr mal sehen. Wow, was war das denn? Wo ist das Schaf hin? Ein riesiger Lag. Skeleton Level 2 was pricked to death. Ein riesiger Lag, was war das denn? Wo ist denn überhaupt das Schaf jetzt hin? Meine Fresse, ich bin froh, dass es nicht abgestürzt ist. So, 2 Wolle haben wir bekommen. Das reicht mir aber noch nicht. Ihr seht auch schon, irgendwie ignoriere ich die ganzen Hüte, die hier rumlaufen. Das interessiert mich nicht mehr so sehr. Das werdet ihr auch in Skyblock sehen. Da werde ich wahrscheinlich eine neue Minecraft-Version nehmen. Und dann gibt es auch keine Mods mehr und auch keine Shader. Aber dafür halt die Vorzüge der neuen Minecraft-Version. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die uns schon helfen könnten in Skyblocks. So, da ist das kahle Schaf. Eigentlich sehr schade, dass man von denen nicht noch mehr Wolle bekommt, wenn man sie nachträglich tötet. So, als ob sie noch Wolle dabei gehabt hätten oder so. So, diesmal hat es geklappt. Smoothly. So, 5. 5 reicht aber nicht. Wir brauchen zumindest 8. Wir müssen einmal normale Aluminium Wires machen. Mit 6 Wool. Und dann müssen wir 2 Heavy Aluminum Wires draus machen. Und da brauchen wir für ein Wire auch ein Wolle. Bedeutet also, wir brauchen tatsächlich 8. Aber das ist nicht so dramatisch. Hier stehen nochmal 3 Schafe. Und damit sollte es eigentlich auch reichen. Und wenn Equivalent Exchange 3 funktionieren würde, dann hätten wir uns unsere Wolle jetzt einfach so machen können. Oder halt noch mehr String, ist ja egal. Das reicht aber auf jeden Fall. Sage ich jetzt einfach mal so. Ah Mist, wir haben gar keinen Waypoint. Die wurden auch gelöscht, weil ich an den Dimensionen rumgefuscht habe. Und das bezieht sich halt auch auf den Nether und auf die Oberwelt. Aber das macht eigentlich nichts. In der Oberwelt finde ich mich relativ gut zurecht. Das ist nicht so das große Problem. So, wenn ich jetzt hier im Tinker's Construct Furnace bin, habe ich 25, 27, 26, 23. Es wird immer mehr, je näher ich rausgehe. Je weiter ich rausgehe, wird es immer weniger. Und jetzt habe ich nur noch 17 Frames. Es ist dieser Generator. Hoffentlich. Bitte lass es den Generator sein. Okay. Wir werden uns jetzt hier Aluminium Wire bauen. Na. Wir werden uns jetzt hier Aluminium Wire bauen. So. 6. Das reicht. Und dann bauen wir uns Heavy Aluminium Wire. 1, 2. So. Und dann brauchen wir einen Advanced Wafer. Oh weh, den werde ich bestimmt nicht haben. Nee. Was brauchen wir denn für den? Da brauchen wir einen Redstone Repeater. Okay. Mensch. Ach. Wir brauchen erst einmal
Redstone Torches. 1, 2. Machen wir das hier weg. 1, 2. Und dann brauchen wir einen Redstone Repeater. So. Nein. Den brauche ich jetzt schon. Redstone Repeater. Und dann brauchen wir das übliche Raw Silicon Redstone. Und einen Diamanten. Raw Silicon. Und Shine Bright like a Diamond. Nicht wahr? So in der Richtung. So, gut. Ihr merkt, ich habe immer noch Probleme mit dem Hals. Ich muss mich manchmal extrem räuspern. Oh Mann. So. Aber das ist ja auch gut, wenn man sich räuspert und auch abhusten kann und der Schleim dann raus ist aus dem Hals. Das ist ja ein gutes Zeichen, nicht wahr? Das bedeutet ja, man wird das, was man da im Hals hat, auch wirklich los. So, Advanced Wafer. Der kommt dann da rein. Und dann brauchen wir einen Steel Pole. Okay, 3 Compressed Steel. Und nochmal 4 sind 7 Compressed Steel. Das heißt, wir brauchen erstmal 14 Iron. So. Dass wir wieder compressen müssen. Ja, hier drin sogar. Mensch, ich habe beim ersten Klick, ich habe den Electric Compressor erwischt und ich habe den Circuit Fabricator getroffen. Das ist wirklich eine erstaunliche Sache. So, jetzt packen wir erstmal weg, was wir hier haben. Amber, Coal. Nein! Die Kohle eben nicht. Gib mir die Kohle zurück. So, Egg, Zombie Brain, das kommt alles wieder weg. Copper Ore. Ach nein. Geben wir mal das Ore wieder. Copper Ore, haben wir noch mehr Ore. Nether Osmium Ore. Da müssen wir gucken, wie ich damit umgehen soll, auch mit dem Crushed Lapis Ore. Das ist irgendwie komisch. Was kann ich damit machen? Im Macerator zu Dirty Pile of Lapis Lazuli Dust. Was mache ich damit? Shapeless Crafting zu Gold Dust? Nein, will ich aber nicht. Ich will richtiges Lapis draus bekommen. Okay, kriegen wir aus dem nicht. Thermal Centrifuge. Centrifuge, Lapis Ore, Tiny Pile of Sodalite Dust, Stone Dust. Ansonsten Ore Washing Plant. Purified Lapis Ore. Precision Sawmill? Was hat denn das jetzt mit dem Lapis zu tun? Universal Macerator. Lazurite Dust? Was machen wir mit dem? Cyan Stained Clay? Okay, das ist dann nur noch ein Färbemittel. Rock Crusher. Und was kriege ich aus dem Centrifuge Lapis Ore? Im Macerator Lapis Lazuli Dust. Und aus dem? Kriege ich im Compressor Lapis Plate. Wie kriege ich denn mein normales Lapis zurück? Moment, hier nochmal. Use Macerator Precision Sawmill. Universal Macerator Rock Crusher. Ey, ich bekomme aus diesem Crushed Lapis Ore kriege ich kein normales Lapis mehr. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. So. Ach nee. Hier kommt es nochmal rein. So. Ja gut. Ich werde... Ne, wir gucken jetzt hier mal. Nämlich andersrum das Rezept für Lapis. Wie bekommt man das? Das bekommt man aus Smelting von Lapis Ore. Okay, Enrichment Chamber. Okay, Redstone Furnace. Pulverizer. Ah, ein Pulverizer. Nether Lapis Ore im Pulverizer. Das ist ja nicht Industrial Craft, da hätten wir es machen können. Industrial Grinder. Was soll denn das? Alloy Smelter. Ja, also wirklich mit diesem Nether Lapis Ore hätte ich in den Pulverizer gehen müssen. Hätte ich jetzt anders nicht wirklich was Nützliches draus bekommen. Also gut, habe ich mir jetzt selber verbaut, was soll's. So, Steel Pole bauen wir jetzt erst einmal. Ich sagte, Steel Pole bauen wir jetzt erst einmal. So. Und jetzt bauen wir alles. Advanced Solar Panel, da ist es. Und wir haben sogar noch einen Steel Pole übrig behalten. Ist das nicht toll? Dass wir einen Steel Pole übrig behalten haben, ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir wollen nämlich noch eine Flagge bauen. Ja. American Flag gibt es sogar. Hat aber kein Rezept. Gut, wir nehmen die ganz normale Flag. Da brauchen wir 3 Steel Pole. Und 3 Canvas. Oh weh, ich habe meine ganzen Strings verbraucht. Mist, wir haben kein Canvas. Wir haben gar kein String mehr. Mist. Mist. Das gibt es doch gar nicht. Kann man String herstellen? Nur aus einem Bow. Force Grinder aus Wolle.
Shaped Crafting. Ach ja, genau. Haben wir das aber noch? Ich glaube, das haben wir alles nicht mehr. Wolle, Maceraten, okay. Pulverizer, Sackmill. Ich glaube aber Cotton und Hemp haben wir nicht mehr, nicht wahr? Doch, Cotton haben wir noch ein bisschen. Können wir ruhig mal so viel String machen, wie wir können. 4, na, das ist natürlich nicht viel. Und dann Hemp? Nee, gar nicht mehr. Na gut, dann verzichten wir halt mal auf die Flagge. Vielleicht werden wir die später oben auf dem Mond platzieren können, um ihn als unser Eigentum zu beanspruchen. Ja, das ist nämlich wichtig. Der Mond gehört mir. So. Und ich glaube tatsächlich, die zweite Rocket hier ist ein Glitch oder ein Bug oder sowas. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das so sein soll, wie es jetzt gerade ist. So, Fuel Loader. Ach ja, genau. Wir hatten ja unseren Energy Cube angeschlossen und den werden wir jetzt mal mitnehmen. Okay, schon wieder ein Zombie. Level 2, 25 Energiepunkte. Ach Mann, der gute Spieler wird es sich mit der Zeit selber immer schwerer machen. Vielleicht ist es ja auch dieses komische Kabel, was so Probleme bereitet. Ich weiß es nicht, ich werde es aber herausfinden. Ich finde es heraus. So, Basic Energy Cube. Den werden wir jetzt da anschließen, um den Fuel Loader zu betreiben mit Strom. Genau, ready. Würde ich mal sagen, load fuel. Oh weh. Okay, der Fuel Loader Fuel Tank arbeitet. Wie sieht's mit der... Ja, jetzt sind wir drin. Inventory Fuel F? F, nicht wahr? Genau. Fuel 52% voll. Okay, wir sehen tatsächlich, es braucht... die Rakete braucht relativ wenig Treibstoff. Also mit den 3 Buckets, oder mit diesen 2,5 Buckets, ist voll. Großartig. Mann, lass mich doch mal, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So, blöder Zombie. Mit deiner Ash Ketchum Cap auf. Verschwinde. Hopp, geh weg. Stirb. So. Okay. Stop loading. Ja, warum? Ist ja jetzt relativ egal. So, ich glaube, es reicht, einmal zu betanken, um wieder zurückzukommen. Ich glaube, wir müssen den Fuel Loader nicht mitnehmen. Aber das ist auch eigentlich relativ egal. Wir haben ja Mystcraft. Ja, richtig gehört. Wir werden uns ein Buch mitnehmen. Dann kommen wir nämlich ganz leicht wieder zurück. So, erst einmal ein Bookstand auf dem Mond. Und dann wieder ein Bookstand hier unten. Okay, da werden wir uns erst einmal noch ein Unlinked Link Book bauen. So. Und das werden wir dann auf dem Mond aktivieren. Ist das nicht toll? Und das auf dem Mond stellen wir denn hier unten hin. Und das, was wir hier unten aktiviert haben, stellen wir auf dem Mond hin. Gut. Ich würde mal sagen, das stellen wir jetzt ganz woanders hin, damit wir das nicht verwechseln. Stellen wir von mir aus da hin. Da kommt dann das Mondbuch hin. Und das für der Overworld kommt dann oben auf den Mond. Creative Tool Modifier kann weg. Ja, die Zombie Brains können auch weg. Oxygen Compressor haben wir. Wir haben den Oxygen Collector. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich... Ach ja, unser Advanced Solar Panel haben wir. Gut. Dann brauchen wir unser Basic Universal Cable. Was brauchen wir noch? Wir brauchen vielleicht noch Oxygen Pipes. 3 ist genug. Sollte genug sein. Collector und Compressor, okay. Die müssen damit versorgt werden. Wir haben Kabel, wir haben Strom. Was wir noch brauchen, ist eine Möglichkeit für den Oxygen Collector überhaupt Oxygen aufzunehmen. Deshalb müssen wir Bäume mitnehmen und diese Pflanzen. Ansonsten gibt es da keinen Sauerstoff. Ach, Pflanzen. Wir brauchen noch Bone Meal. Donnerwetter. Ganz schön viel. Okay. Also, wenn wir auf dem Mond angekommen sind, dann können wir Bäume anpflanzen. Moment. Dafür nehmen wir noch Dirt mit. Wahrscheinlich ist die Mondoberfläche nicht sonderlich fruchtbar. Also, wir werden Bäume pflanzen können, mit denen der Oxygen Collector, betrieben durch das Advanced Solar Panel, Oxygen aufsammeln kann und an den Oxygen Compressor weitergeben kann, um unsere Tanks aufzufüllen. Okay. Das ist soweit eigentlich geklärt.
Es stellt sich jetzt mir eigentlich die Frage, warum wir das unbedingt auf dem Mond machen müssen. Wir können ja auch einfach zurückkommen und hier unsere Tanks auffüllen. Vielleicht ist das sogar die bessere Methode. Vielleicht werden wir uns später noch mehr Tanks bauen und ein paar Tanks halt immer im Inventar haben und andere aufladen, sozusagen. Dass wir dann immer ein volles Paar da haben, sozusagen. So, wir stellen jetzt hier erstmal den Oxygen Collector hin. War natürlich die falsche Seite. Ist eigentlich auch ganz logisch. Mann, geh doch mal weg, scheiß Blume. Okay, immer noch nicht die richtige Seite. Das war die richtige Seite. Okay. Dann ist die andere Seite nämlich für die Sauerstoffübertragung gut. So, dann kommt da nämlich die Oxygen Pipe rein. Nicht wahr? Genau. Und dann, nein, nicht das Advanced Solar Panel, sondern den Oxygen Compressor. Okay, das war falsch. Mann, geh doch mal da hoch. So, vielleicht stimmt es ja so. Nee, stimmt immer noch nicht. Dann stimmt es vielleicht so. Jawohl. So stimmt es. No valid Oxygen Tank. Ist klar, der hat jetzt noch keinen Tank, den er befüllen kann. So, über das Kabel hier wird der Sauerstoff übertragen. Und hier rüber der Strom. So, die haben jetzt beide Strom. Der hier nimmt Sauerstoff auf und überträgt ihn an diesen hier. Hier steht jetzt H2O. Bisschen sinnlos, H2O ist ja Wasser. Aber gut, was soll's. Und dem geben wir jetzt unsere beiden Sauerstofftanks. So, und die lädt er jetzt auf. Air Remaining 50 steht da jetzt. Und ich glaube, man verbraucht 1 pro Sekunde. Das heißt, das, also so voll wie der ist, so lange hält der in Sekunden vor. Ich glaube, das sind 2800. Das ist in Sekunden relativ viel. Das ist einiges an Zeit. Da muss man sich jetzt nicht so sehr beeilen. Gut, das lassen wir jetzt erst einmal arbeiten. Da können wir jetzt nämlich auch nicht viel dran ändern. Brauchen wir mehr Strom? Werden wir nicht brauchen mehr Stromkabel? Oder was soll's, wir nehmen sie einfach mit. Aber das kann weg, das kann weg, das kann weg. Mann, dieses Copper werde ich jetzt einschmelzen, das ist mir jetzt zu blöd. Copper Ore, Name. Copper Ore, Name. Okay. Copper Ore, Name, sehr schön. Okay, oh, was wir noch brauchen, ganz wichtig. Auf dem Mond ist dunkel und wir brauchen Torches. Aber, wie wir alle wissen, auf dem Mond gibt es keinen Sauerstoff. Deshalb werden die normalen Torches nicht funktionieren. Das bedeutet, wir brauchen Glowstone-Torches. Tja, wir müssen uns jetzt im Nether etwas Glowstone holen, damit wir aus denen Torches bauen können. Weil nur die leuchten auf dem Mond.